Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Airborne Kingdom. Ja, wir haben quasi, wenn man so will, so die letzten drei Folgen damit verbracht, so ein paar grundlegende Dinge zu machen, beispielsweise Relikte, die uns abhanden, die mir durchgegangen sind, entsprechend zu besorgen, damit wir hier Dinge erwerben können, wie beispielsweise unsere frisch erstandenen Bauernhöfe, die hier aktiv sind. Die produzieren jetzt erfolgreiche Nahrung. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Eventuell vielleicht, es könnte durchaus sein, dass ich mit den beiden Bauernhöfen nicht so ganz weit komme. Das müssten wir gucken, ne, wie hier jetzt das Ganze einbricht. Und dann würde ich hier noch weitere Bauernhöfe jeweils, ne, hier kann man ja noch was andocken, dazusetzen. Vielleicht sogar in diese Richtung. Warte mal, wir brauchen zwei, ne? Jeweils eins, das könnte passen. Die Wege hier wegruppe und die Lampe hier wegruppe, die könnte man hier woanders hinsetzen. Dann würde ich hier sogar noch, glaube ich, einen zweiten Bauernhof daneben bekommen. Das richtig sehe ich. Moment mal. Eins, zwei, der braucht drei. Eins, zwei, nur doch passt. Dann dürfte ich hier nicht mal unbedingt hier mit den. Was sind das hier? Bruder? Genau. Voilà. Voilà, sagt er. Ins Gedrängel kommen. Oder wie auch immer. Hatten wir schon. Nee, ich glaube, wir hatten noch kein Wasser nachgetankt. Ja, dann. Oase. Mach du mal hier schön die Oase leer. So, nicht mehr, okay. Für sechs weitere Personen habe ich Wohnraum. Wir sind ja gerade dabei, hier die Forschung in diese Richtung zu betreiben, dass wir demnächst noch ein weiteres Stockwerk hier errichten können für unsere Leute. Dann haben wir noch die Kliniken. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht erforscht. Also wir haben die in unserem Technologiebaum, glaube ich, mit drin. Aber wir müssen das noch lernen. Und meine ich zumindest. Und dann müssen wir mal schauen, wie das mit den Kliniken funktioniert. Ich befürchte, das wird ähnlich funktionieren wie hier mit den Minaretten. Oh, das sieht ja cool aus. Was Neues dazugelernt, das wusste ich noch gar nicht. Man sieht jetzt genau, welche Gebäude abgedeckt sind. Das ist ja geil. Ja, hier die Zufriedenheit. Die sind nämlich, so wie ich das jetzt hier auf den ersten Blick sehe, sind die alle. Ja, die sind also alle hier entsprechend. Das ist echt cool. Ja, das gefällt mir. Das ist cool. So, ja, ich denke mal, dass mit den Kliniken wird wahrscheinlich eh nicht laufen. Ne? Wir haben ja gesehen, irgendwie die brauchen, oder nee, die sind, eine Klinik deckt 10 Leute ab. Ja, wir haben 70. Heißt, wir brauchen 7 Kliniken. Das ist dann einfach so, das ist einfache Mathematik, ja. Hilft nun mal nix. Das heißt, wir brauchen 7 Kliniken, wenigstens. Wir werden ja nicht bei 70 Leuten bleiben. Da werden ja noch einige dazukommen. Und ja, 70 arbeiten untätig. Achso, ich habe, glaube ich, vergessen, Dinge zu tun. Moment mal, wie sieht es denn überhaupt aus hier? Wasser, da ist hier noch was. Ich mache mal hier den hier. Da hatte ich jetzt so nicht laute Begeisterung über meine Erzählungen, habe ich vergessen. Ja, jetzt hier 7 Kliniken unterzubekommen, ja, da ist doch die andere Herausforderung. Ja, da muss ich wirklich umbauen. Okay, ja, ist ja gut, ich bin schon weg. So, wir sind hier auf Maximum, das ist schon mal cool. Wo müssen wir lang? Klippenpforte, ich meine, da war nichts mehr, ne, von wegen Technologie oder so. Nee, da kann man nur mit Ressourcen handeln. Brauche ich jetzt so dringend nicht. Dann ist das nächste Ziel die Gießerei. Genau, das war das letzte, was wir gemacht haben, bevor ich die ganze Aufarbeitungsgeschichte hier gemacht habe oder machen musste. Hallo?
Flieger. Das bin die Sonne oder so. Achso, wir sind noch drei, dann kann dazu bleiben. So, gut. Ja, Lehm ist nichts mehr, ne? Aber wir haben 37 Lehmziegel. Wobei. Wahnsinnig viel ist das jetzt auch nicht. Ich sehe gerade, wir haben da so ein bisschen Quarz rumquarzen. So, nee, das war nicht richtig. Dann sollte ich vielleicht mal die Gelegenheit am Schopfe fassen und wir rupfen da mal so ein bisschen Quarz auf. Versorgen uns damit. Weil 38 Fenster sind jetzt auch nicht so wahnsinnig. Oder Glas, 38 Glas ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja gut, 37 Lehmziegeln ist jetzt auch nicht so die Brause, aber hier ist nichts mit Lehm. Ich kriege ja Eisen, aber sonst nichts. So, wie sieht's aus? 18 verbleiben. Oh, wir sind voll. Okay. Wir sind schon wieder voll. Ich weiß nicht, was das soll. Endlich sind wir voll. Wir müssen wieder Lager bauen. Theoretisch machbar. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Habe ich hier irgendwas vergessen? Ist hier noch irgendwas offen? Ich guck mal gerade. Ressourcen? Nö, wir sind hiermit fertig. Dann erstmal hier eine normale Geschwindigkeit. Da ist auch alles entdeckt worden von mir. Den habe ich mitgenommen. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier noch ein bisschen umgucken, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht das eine oder andere finden. Ansonsten müssten wir uns dann so langsam mal in diese Richtung begeben. Das wird heftig. Eine goldene Kugel haben wir ja schon mal entdeckt. Ich gucke mal nach den Tasten. Wenn ihr euch wundert, ich gucke mal nach den Tasten, die ich da drücken muss. Weil manchmal, ne, ich mache sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur. Ich bin hier absolut mit allen Dingen beschäftigt. Da hätten wir eine unbekannte Siedlung. Das ist jetzt nicht so dringend, also von den Leuten her. Ich meine, gut, wir brauchen ja, was war das, über 150 oder Leute benötigen wir. Das ist ja auch einer der Punkte. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Königreiche alle hier entdecken, sondern wir brauchen auch noch Leute, ein bisschen abwinken. Und ich denke, die kriegen wir nicht komplett abgedeckt, wenn wir die Königreiche hier für uns erschließen. Da müssen wir wahrscheinlich die ein oder andere Siedlung mitnehmen, aber ich will jetzt nicht auch nur so blind, ne, auf Teufel komm raus. Aha, jetzt habe ich da ein Leben vorkommen, ja super. Auf Teufel komm raus, da irgendwelche Leute mir ans Bein binden, in Bezug jetzt hier auf die Versorgung und so, ne, das ist alles so eine Sache. So. Das ist cool. Minus 2,1 pro Stunde von Arbeitern benötigt und die Bauernhöfe machen im Augenblick nur plus 0,6. Das heißt, wir machen Verlust. Das ist nicht viel, was die da machen. Brauchen wir jetzt 10.000 Bauernhöfe, um das zu kompensieren, beziehungsweise um da besser zu sein. Ja. Sagen wir jetzt in Houston, wir haben ein Problem. Die Latüchte muss erstmal verschoben werden. Dann abreißen. Nochmal bestätigen. Bisschen nervig. So. Das geht. Ja, alles gut. Das gleiche Spielchen machen wir hier. Notgedrungenerweise. Also wir werden im Augenblick mit dem, was wir hier an Nahrung produzieren,
nicht das kompensieren können, was die Leute brauchen. So, bauen, Ressourcen, Bauernhof. Keine Neigungsprobleme, aber ein vor, null nach rechts. Okay. Versperrt Zugang zum Rand. Gut. Ja. Moment, Moment. Das ist soweit erstmal dazu. Dann hier Weg. Ich habe hier schon Leuchten, sehe ich gerade. Leuchtet mir heim. Dann machen wir das so anders. Dann hier oder da. Ja, hier sitzen. Überlege gerade von wegen Propeller und so, aber naja, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich setze die erstmal hier so hin. So. Leo. Weg. Okay. Oh, Moment mal. Ich komme nicht umhin, neue Leute zu rekrutieren, sofern das klappt. Wir brauchen natürlich wo war das denn jetzt? Wir brauchen natürlich freie Arbeiter, ne? Immerhin braucht das Bauernhaus ja ein paar Leute. Verdammt. Ja, nichts ist umsonst. Wo war der denn jetzt? Hallo. Alles klar. Hallo, einmal dahin. Danke sehr. Dann schau ich mal, wie viele Leute sich da eventuell anschließen möchten. Wobei neue Leute bedeutet dann auch wiederum mehr Bedarf an Nahrung, mehr Bedarf an Wasser. Es ist das eine, die eine Lösung bringt Probleme mit sich und ja, okay, es ist halt so. So, ja. Genau, das mit dem großen Rad, das war es nämlich, genau. Ja. In den tiefen Tälern erblicken wir eine kleine Schar Siedler bei ihren Häusern. Vielleicht möchten sie einige Teil unseres großen Rats werden. Ihre Ackerwerkzeuge waren kaum besser als die unseren. Doch sie kannten ihre Lande und nutzten jeden Sonnenstrahl zum Anbauen. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluap, dem zweiten Chronisten. Wir fragen nach Übersiedlern, die sich anschließen wollen. Einige wirken begeistert, wollen aber sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein besseres sein wird. Logischerweise. Denn sie hatten einen Anführer, doch er stellte es jedem frei, mit uns zu gehen. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluap, dem zweiten Chronisten. Wir kennen ihn ja. So, eine abenteuerlustige Seele, die von Möglichkeiten begeistert ist und wenig will, sofort dabei, der Gute, für ein neues Königreich zu haben, kann aber etwas Wichtiges nicht zurücklassen, was immer das sein mag. Wir rekrutieren ihn trotzdem. Hat eigentlich nur immer Typen, keine Ahnung. Ist interessiert, aber misstrauisch, wenn wenige Sehnsüchte erfüllt werden. Gut, nun gut.
auf die Gefahr hin, dass der anfängt rumzustänkern, nehme ich den trotzdem mal mit. Wir widmen um unsere Angelegenheiten und kehren nach Hause zurück. So. Okay, das sieht schon besser aus. Jetzt haben wir 5 Untätige. Wir brauchen halt auch Leute fürs Fliegen und so weiter und so fort. Macht wenig Sinn, irgendwie 9 Flieger zu haben und dann hast du niemanden, der die bedienen kann. Ist irgendwie nicht so gut. So, jetzt aber. Wo müssen wir hin? Achso, da. Ich wollte mich ja hier so ein bisschen umgucken. Das war ja der Plan. Um zu schauen, ob hier nicht eventuell noch das ein oder andere Interessante zu entdecken ist. Könnte ja mal sein. Könnte ja mal sein. Moment mal, war hier nicht irgendwo Leben? Ich sehe gerade, dass ich ein bisschen Kapazitäten frei habe. Und ich meine, ich hätte hier irgendwo Leben entdeckt. Habe ich doch noch gemeckert. Von wegen, ich habe jetzt hier mich mit Quarz und so eingedeckt. Das weiß aber nicht. Das ist die Gicht. Das könnte wichtig sein, das Dickicht zu haben. Ja, Leute, hier war doch irgendwo Lehm. Ich bin doch nicht vollkommen bräsig. Ich meine, so ein bisschen bräsig, ja. Gebe ich ja zu. Habe ich auch kein Problem mit. Aber. Wir schauen mal weiter. Vielleicht taucht es ja wieder auf. Oder ich bin schon wieder darüber hinweg. Also nicht darüber hinaus, ist weitergeflogen. Das ist das, was ich halt befürchte im Augenblick. Da ist das Leben vorkommen. Ich wusste doch, es war hier irgendwo Leben. Hallo? Sag mal, beweg dich doch mal hin. Was hast du für Probleme? So, wir haben nämlich ein bisschen Kapazitäten frei. Klein wenig. Und die würde ich ganz gerne dazu nutzen, dass wir uns hier mit Lehm versorgen können. So, wir haben... Ja, ich weiß. Wir haben 5 freie Arbeiter. Dann sollen die sich da mal drauf stürzen. Denn wir haben nur noch 27 Lehmziegeln. Das ist nicht viel. Nicht so sicher, ob es eine gute Idee ist, komplett hier voll zu machen. Warte, ich ziehe die direkt mal wieder ab. Wir sind jetzt bei 6, 87, ja. Ja, weil wir brauchen ja auch noch Eisen und auch Holz immer noch. Von daher so ein bisschen Luft sollte ich lassen. Ja, aber so ein erster Blick so in die Runde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht hier ein bisschen mau aus, ne? Das sieht hier ein bisschen mau aus. Hier ist irgendwie nichts. Nehmen wir jetzt von den üblichen Ressourcen, die man hier so abgrasen kann, mal abgesehen. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile aus? Wir brauchen 2,2 und 1,2 werden durch die Bauernhöfe jetzt produziert. Das heißt, ich brauche noch 2 weitere. Da ist noch eine Siedlung, glaube ich. Ne, erstmal später. Dann müssten wir das kompensiert haben. Das heißt aber, ich brauche dann auch entsprechende Leute, die ich... Na gut. Das ist es eben. Ich könnte natürlich jetzt die Leute da rekrutieren. Dann wird es aber hier langsam eng. Und na gut, das mit den Wohnblocks, das wird aber auch langsam. Wäre zu überlegen. Warte mal, wenn wir gerade mal hier sind. So.
Wir suchen nach Übersiedlern für unseren Rat. Einige lassen sich begeistern, wollen aber sicher gehen, dass ihr neues Zuhause sie auch zufriedenstellt. Wasser aus Gestein klingt unmöglich, doch die Siedler wirken, als fänden sie jeden Tropfen Flüssigkeit, egal wo er sich verbirgt. Aus Geschichten der alten Siedler von Mulo ab, den zweiten Chronisten. So, ja dann. Begeistert, will mitkommen, den rekrutieren wir, was ist mit ihm, blablabla, wichtiges zurücklassen, kommst auch mit, was ist mit mir? Misstrauisch, wenn will, ja gut. Dann sind wir jetzt da aber dann auch voll. Wir sind nun bekannt als Dorf der Lüfte. Ausgezeichnet. Wieder einmal sind wir gewachsen und gelten nun als Dorf. Okay. Unsere Einwohner sehnen sich nach der Behaglichkeit eines Zuhauses. Ja. Neben Licht wünschen sie sich, dass ihr Dorf eine natürliche Schönheit ausstrahlt. Okay. Auch ihr Leibeswohl ist ihnen ein Anliegen und könnte durch stärkere Heilmittel gefördert werden. Ich wusste es. Wir müssen für unser Volk Gebäude errichten, die entweder Geborgenheit oder Gesundheit gut tun. Erst wenn eine dieser Sehnsüchte erfüllt ist, werden sie hochglücklich sein. Na prima. Zu Beginn unserer Reise wissen wir von beiden Bauten nichts. Doch sicher warten in anderen Königreichen Ideen, die wir für die Himmel erforschen können. Ausgezeichnet. Ja, genau. Wohnblöcke können bis auf 3 Etagen gestapelt werden. Immerhin, Technologiebaum öffnen. Das machen wir noch eben, dass ich mir mal ganz kurz hier durchschaue. Was wäre denn jetzt so maximale Tempo um 20? Das wäre erstrebenswert. Das wäre auf jeden Fall erstrebenswert. Okay, warte mal. Ressourcen. Ja, die Verbesserungen sind natürlich auch so ein Punkt. Lagerung, das ist ebenfalls erstrebenswert, das zu machen, dass wir da auch eine auf 3 Etagen kommen. Weniger Kohleverbrauch um 30%. Glaube denn, das würde ich noch am ehesten jetzt machen wollen, dass wir hier unsere Ressourcen ein bisschen. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel, sehe ich gerade. Und wir brauchen entweder mehr Kohlehütten oder ich muss halt Kohlebunkern gehen. Das habe ich jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Wir machen auf jeden Fall das erstmal. Antrieb. Oh. Minus 30% in 16 Stunden. Dann erstmal das. Das geht schneller. Das richtig in Erinnerung habe. Moment mal, gehen wir ganz kurz zurück. Aber waren auch 60 Stunden. Ja, egal. Das ist gehupt wie gesprungen. Auf jeden Fall haben wir da erstmal eine entsprechende Ersparnis. Sehnsüchte, wir brauchen einen Schrein. Und wir brauchen eine Klinik. Erforsche 2 Stunden, dann muss es erst, dann muss es die Klinik sein. Dann muss es die Klinik sein, da kommen wir nicht drum herum. Auf jeden Fall erforderlich. Ja, das mit der Kohle, da habe ich wohl die Kohlemeile da so ein bisschen überschätzt von ihrer Produktionskapazität her, von den Möglichkeiten her. Wir brauchen Kohle. Ja, da haben wir Holz, jede Menge, aber. Finden wir hier irgendwo Kohle? Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr peinlich. Einen Augenblick. Wo ist unser? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Wo ist unser Flieger? So, Moment mal. Ah, jetzt.
30%, 4 Zungen waren benötigt. Boah, die brauchen 4 Leute. Verwandelt ein Baum, also ein Holz, in Kohle. Anders als hier bei der Geschichte hier mit den Gärten hier, mit den Bauernhöfen. Moment mal, wo war ich denn da? Ah, bin falsch. Hier, genau. So, wir haben aktuell 30 Kohle, Kapazität 120. 0,6 pro Stunde durch Ventilatoren, 0,6 Stunde durch den Propeller, 0,5 Stunde durch Zentralventilator und bloß 0,9 pro Stunde durch Kohlehütte. Wir bräuchten 1,7. Ich hatte so schnell mal überschlage. Ne? 6 sind 1, 2, ja. 1,7. Besser wäre 2 vielleicht sogar noch. Na gut, wir könnten, wenn wir jetzt noch 2 weitere dazu packen würden, dann kämen wir rechnerisch auf 1,8. Das würde helfen. Da brauche ich aber. So, da ist der Bauernhof. Wieder waren da 4 Stück, ne? Da brauche ich nochmal 8 Leute, die ich nicht habe. Glaube ich. Wir haben 5. Oh mein Gott. Ja, ich sag mal so. Was erst relativ locker, vielleicht sogar ein bisschen sehr entspannt angefangen hat, entwickelt sich so langsam zu einer echten Herausforderung. Hier muss man rechnen ohne Ende. Ja, also so einfach so irgendwie mal so auf die Blinde geht ja nichts. Man muss hier schon gucken. Ja, wir müssen erstmal Kohle finden. Das sollte zu schaffen sein. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann müssen wir uns leider Gottes da so ein wenig um Kohle bemühen, weil mit 30 Einheiten kommen wir nicht mehr allzu weit. Und ich habe die hier etwas überschätzt. Ich mal etwas genauer gucken müssen. Ich denke, man muss bei dem Spiel sehr genau gucken. Das ist so, das kommt so locker flockig um die Ecke. So anfangs denkst du, oh, ne, alles easy peasy. Ja, von wegen. Da muss man schon gucken. Okay. Weitere Herausforderungen, die gelöst werden wollen, die wir lösen werden. Mit Sicherheit, aber erst dann ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich erst einmal schon mal für die Begleitung bis hierhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Und wünsche euch wie immer alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit.